Servus Leute, heute geht es direkt mal in diesen Tempel rein und mal gucken, was die hier so an Zeugs rumliegen haben. Ich habe jetzt auch mal meinen Rechner aufgeschraubelt und geguckt, was ich für einen Arbeitsspeicher drin habe. Und ich kann den gar nicht mehr upgraden, dummerweise. Weil mein Rechner schon so alt ist, dass ich schon die maximale Arbeitsspeicherzahl drin habe. Bedeutet, das Spiel, das ich eigentlich spielen wollte noch, das kann ich zwar machen, sieht dann aber kacke aus. Oder was heißt kacke, halt nicht so gut. Und es muss ständig alles nachladen. So wie jetzt hier auch gerade schon wieder. Aber was soll's? Irgendwie muss ich das ja machen, weil mein Rechner ist laut den Teilen, die ich mal nachgegoogelt habe, von 2009. Das ist doch mal eine einhändige Waffe, die ein bisschen Damage macht, das Stun Grenade Launcher, aber egal. Wieso klang das jetzt gerade da, als ob da irgendwo ein Vogel oder so rumfliegt? Ich bin hier der Einzige mit Flügeln, ne? Bin zwar flugunfähig, aber ich kann hochhüpfen. Ja, aber ich muss halt mal gucken. Wird wohl Zeit für einen neuen Rechner. Bedeutet, ich muss jetzt anfangen zu sparen. Ein Münzi. So, hey. Kriegt der keinen Damage da, oder was? Das kann ja auch. Na hopp, komm. Ha! Ich kann das schneller als du. Aha, noch ein Hammer. Nicht so weit hupfen. Schauen wir mal, was der Bogen macht. Macht noch zu wenig Damage. 4. Ja, wie jetzt? Nein. Haha. Toll. Komme ich jetzt auch super ran. Moment. Sehr gut, man kann hier wenigstens das Zeugs kaputt machen. In manch anderen Dungeons geht da ja gar nichts. Oh, hä? Inventar voll. Super geil, direkt zum Anfang der Folge. Autsch. Ha! Trickjump, was ist das? Weinfist Blueprint. Cool. Was ist das? Automato. Alles klar. Weinfist. Kann ich die direkt hier machen? Nö. Okay. Das bedeutet, ich muss dann irgendwie noch auf das Schiff zurück und mal nachgucken, was ich da alles brauche für. Hoffentlich bloß ein paar Weins. Und am besten lustige. Und welche, die nicht länger als eine Sekunde gehen. So, achso. Ein ziemlich offenes Design, diese. Nicht Florana, doch Florana Hütte. Tempel, was auch immer. Was haben wir hier? Zeug, was ist das? Kartoffelsack. Hunter Jacket. Guck mal. Hey, 11.000. Aber für das Boot habe ich letztens irgendwie gesehen, im Outpost brauche ich 25.000. So, Kerle da oben.
Tust du was? Sag mal was. Schön. Er wünscht sich, dass ein paar Avianer auf der Erde gelebt hätten. Früher mal. Boah. Viel zu viele Viecher hier. Ups. Blöder Regen. Kann man nicht so hoch hupfen. War klar. Da will ich hoch. Irgendwie. Wenn ich darf. Yay, ein Karpatze. Oh oh. Wo kommt die Fledermaus her? Haha. Boah, ist das doof. Zing. Zing. Kaputt. Hey, cool, Leder. Ach so, Moment. Komischerweise aus den Kisten des Zeug kann ich einfach rausnehmen. Und hab's dann hier automatisch im Inventar. Aber wenn irgendwie so ein Viech was fallen lässt, dann muss ich das hier alles manuell rumwurschteln. Es müsste noch irgendwie so ein Rucksackvergrößerungsding geben oder so, weil hier, was ist das hier? Das ist ja voll der Blödsinn. Ma, nö. Was habe ich denn jetzt gemacht? Irgendein Sortiergedönse. Verdammt. Hehe. Das war irgendwie kacke. Ich sollte nicht auf diesen Knopf drücken. Da steht ein Öff drauf. Soll ich da mal drauf drücken? So, ein bisschen Platz habe ich mir jetzt halt gemacht. Die Kohle, hatte ich die nicht auch hier? Hm, egal. Das da war wichtig. Hä, was hatte ich denn da noch? Ah, genau, die Bandagen. Und dann? Kein Plan. So, gucke, was in der Kiste ist. Eine One-Handed Axe mit 13,1. So, gleich mal wieder den Inventarplatz verstopft. Wieso kommt mir das so bekannt vor? Bin ich hier schon gewesen? Typ, sag was. Jo, da war ich schon. Jetzt häng ich in der Treppe fest. Ich gucke nochmal. Ja, kommt mir so langsam bekannt vor. Müsste jetzt ja noch hier irgendwo gleich wieder eine Hütte kommen. Oder ein ganzes Dorf. Apropos Dorf. Fällt mir ein, in Hülotteldorf habe ich noch gar nicht gesehen. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Liegt vielleicht daran, dass ich auch noch nicht so... Ach, doch, dann war ich hier schon. Gut. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich mal irgendwie so ein Unterwasserdorf gesehen habe, weil ich ja noch ja, zweimal oder so war ich jetzt auf dem Ocean Planet. Aber das kann ich ja jetzt ändern, nachdem ich den Planeten hier abgesucht habe. Gucken wir mal. Hier waren doch welche, oder nicht? Oder doch, oder nicht? Hm, ja, ein kleiner. Schauen wir mal, was der Kleine so sagt. Und in der Zwischenzeit flip flop 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 hau ich mal das Zeugs hier weg. Was haben wir noch? Die Stimpacks. Lass mich mal laufen hier. Stimpacks, die kann ich auch mal wegschmeißen.
Ich weiß, die geben zwar irgendwelche Boni, aber ich sammle die halt erstmal, damit ich ein paar hab. Außerdem muss ich erstmal gucken, wo ich die dann da oben in meiner Action-Leiste dahin klatsch, dass ich auch drankomme. Sonst gibt's hier Handverkribbelung. Hab ich hier irgendwas drinne, was ich wegflupsen kann? Nein. Wie sieht's hier aus? Aha. Tada, tada. Sehr gut. Die Automato kriege ich nicht weg. Und das auch nicht. Der ist eh spät. Moment, noch mal ins Inventar. Habe ich irgendwo noch eine Kiste oder so? Natürlich nicht. Dann mache ich mir einfach eine. Da. So. Und die stelle ich... Gehen hier aus der Sicht. Dahin. Kiste auf. Und dann... Mach ich einfach mal die ganze Kiste voll mit Gedönse. So. Da dürfte ja beinahe genug Platz sein jetzt. Dann schaue ich mal, was auf dem Planeten hier so geht. Weil das Boot, das brauche ich ja für die Poison-Planeten. Komme ich ja sonst nicht durch. Hab's da schon mal versucht. Boah, es geht hier ab. Gleich mal 20 Viecher. Das Viech furzt mich an. Ist ja lustig. Die Schnecken kann man nicht angreifen, wenn sie sich in ihrem Häuschen verkriechen. Ja, jetzt gleich 20.000. Lass mich in Ruhe. Es wäre bestimmt lustig, wenn das jetzt hinterher kommt. Das ertrinkt doch da. Schauen wir mal, was auf dem Meeresgrund ist. Falls es hier überhaupt einen gibt. Irgendwie. Geil, direkt auf so einem Unterwasser-Dingens hier gelandet. Oh, müssen wir erstmal warten, bis der Seetang hier umgekippt ist. Boah, was ist denn das für ein Stein? Und so rein physikalisch müsste doch jetzt, wenn ich das hier wegmache, dürfte doch das Wasser da gar nicht rein. Weil, Druck und so. Hey, ein Schild. Water Balloon. Yay, davon habe ich auch schon ein paar. Komme ich jetzt da rein, ohne irgendwas kaputt zu machen? Ach, egal. Schon wieder Wasser eingesammelt. So, gucken wir, was in der Kiste ist, im Fass. Nichts. Toll. Hat sich ja gelohnt. Kann ich eigentlich unter Wasser? Ich kann zwar einen Dash machen, wo ich will im Wasser, aber... Boah, anstrengend. Irgendwie muss man das da unter Wasser schneller machen. Was machst du? Nichts. Schon gedacht, der will mich jetzt hier angreifen. Komm schon, ein Hüllodeldorf. Gut, dass die Quallen hier nicht giftig sind. Oder sowas. So wie in echt. Aber irgendwie Unterwasserviecher gibt es hier kaum, die mich angreifen, oder? Ey, schon wieder so ein Ding. Kein Bock. Es dauert so ewig. Oh, da kommt ein großer. Macht der was? Ah, okay. Da hast du.
Wieso kommt da kein Fisch raus? Also kein Raw Fish? Da kommt gar nichts raus. Weil Raw Fish habe ich nämlich, glaube ich, auch bloß 3 Stück oder so. Ein leckeres Fischstäbchengericht würde ich gern machen. Aber kann ich nicht. Ich habe nicht genug Fisch. Ist das hier? Unterwasserberg. Die Mokwis. Ah, ups, die habe ich ja fast übersehen. Water Balloon. Ah, da kommt der Water Balloon hin. Gerade gedacht, ich sehe den nirgends. Gib mir ein Hüllödeldorf. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Aussieht. Mann. Hier wird's ein bisschen flacher. Oder kommt mir das nur so vor? Verdammt, kommt mir nur so vor. Aber woher weiß ich jetzt, dass ich um den Planeten rum bin? Ich meine, ich bin direkt auf so einem Haus gelandet, aber die sind ja hier alle 5 Meter. Also, bis gerade eben zumindest. Ich frage mich, gibt es eigentlich auch unter Wasser so welche wie die großen Viecher da, wo ich schon gehabt habe? Oder diese Viecher, die immer die mit diesem Pluszeichen um sich rumlatschen? Was ist das für ein Satz? Weil an Land gibt es ja diese großen Viecher, die das haben. Und da gibt es auch fliegende Viecher. Was machst du? Nix. Aber unter Wasser? Hey, hier war mal eine Kiste. Und ich mache mir noch extra eine. Habe ich sozusagen jetzt 10 Pixel verloren. Komischerweise kosten alle Kisten gleich, die kosten alle 70. Habe ich schon mal eine eingescannt noch. Weiß bloß nicht mehr, wie sie heißt. Kiste halt. Und die hat dann auch 70 gekostet. Was geht da unten ab? Ich bohre mich mal da rein. Kann es sein, dass es unter Wasser auch länger dauert, Stein abzubauen? So, alles meins. Da fehlt der Hintergrund. So. Weiter geht's. Vor allem frage ich mich, wenn jetzt da eine Hülottelstadt kommt. Falls eine kommt, ist dann da eine Luftblase drumrum oder ist es denen egal? Die sagen sich einfach, ah, komm, wir sind Wasserviecher, wir können so atmen. Oder was weiß ich, rumkiemen. Hey, Fisch. Einfach so. Der kam mir so bedrohlich nahe. Juhu, mal Zeug, wo ich nicht nachgraben muss. Und in dem nichts drinne ist. Ah, waren Behältnisse. Da unten ist noch eine Kiste, aber da muss ich wieder graben. Na gut, dann tun wir das halt mal. Komm schon, Stein. Ups. Blaststone Block. Okay, von mir aus. Ich glaube, ich habe da gerade eine Vase übersehen. So eine komische, ganz kleine. Egal. Also an Land geht der Dash viel einfacher. Da muss man nicht 15 Mal in der Sekunde drücken. Nächste Kiste. Komme ich da irgendwie leichter dran, ohne dass ich da durch irgendwelchen Steinkäse muss? Na also, geht doch. Yay, ein Medikit. Wie viel habe ich denn noch? Ich habe ja nur noch 16 Stück davon. Warum sagt mir das keiner? Ich habe gedacht, ich habe noch 40.
Dann muss ich wohl ein bisschen besser aufpassen, wo ich rumhupfe. Hey, was ist das hier? Hä? Ist aber doof. Das sind ja bloß Behältnisse für Pixel. Was passiert eigentlich mit den... Hä? Was habe ich denn jetzt zertrümmert? Kam Pixel raus. Da nicht. Aha, schon wieder sowas. Kommt da etwa noch mehr? Im Meer. Oder... Aha, jetzt habe ich es vorher gesehen. Das war eine Muschel, die ich umgehauen habe. Ich habe gedacht, da kommt vielleicht irgendwie Koralle, Sample oder was weiß ich was raus. Aber dem ist wohl nicht so. Da ist noch eine Muschel. Ist ja eigentlich auch lustig, wenn da jetzt keine Pixel, sondern irgendwie Perlen oder so. Hoppala. Oder so Perlen rauskommen würden. Als neues Material für... weiß der Geier. Sieht sehr seltsam aus. Lernschwätze, Idiot. Die meiste Zeit kann ich's auch. Dann konzentriere ich mich aufs Spiel und dann fange ich an zu nuscheln. Und zu lalle. Oder so. Wieso leuchtet's hier so komisch rot? Hä? Was ist da? Warum muss... Hä? Ah! Das war wieder so eine komische Koralle. Hab ich erst gar nicht gesehen. Das kann nicht das Haus gewesen sein, weil da ist noch alles drinne. Das erste Haus habe ich ja ausgeräumt. Gibt's eigentlich noch mehr Unterwasserpflanzen? Weil ich habe nur zwei verschiedene. Dieses Coral Creep Dingsbombs und Pearl Pea oder sowas. Kann ich eigentlich hier mit Quatsch, falsche Taste. Ne, kann nichts einsammeln mit E. Ach, die war schon aufgebrochen. Noch so ein Ding. Hier gibt's irgendwie nur diese komischen kleinen verlassenen Tauchglocken. Oder was das sein soll. Hey, Grinsefisch. Was geht? Was habe ich jetzt schon wieder eingesammelt? Aha, ein Glowing Oshroom. Müssten eigentlich Osram heißen, die Teile. Aber ich glaube, das soll auch eine Anspielung darauf sein. Hey, da geht's irgendwo runter. Hallo, Riesenfisch. Sand. Ich senke mal den Meeresspiegel. Weil Erderwärmung und so. Schade, ich hab gedacht, weil hier dieses Gedingse ist, wäre das irgendwas, aber es war ja gar nichts. Ich hab, glaube ich, bis jetzt auch nur einmal in so einem Brunnen eine Kiste gefunden. Wenn ich die die Knochenhaufen da weggeräumt habe. Aber ich glaube, das habe ich nicht mal in der Aufnahme gemacht. Das habe ich einfach so mal zwischendurch beim Spielen gemacht. So, einmal noch. Ah, cool, ich kann mich ja von da aus beamen. Ich habe gedacht, ich muss erstmal wieder aus dem Wasser raus. Ha, umso besser. Quatsch.
So, Datte weg, Datte weg, Datte weg. Dann habe ich schon wieder ein bisschen mehr Platz. Das war alles. Okay. Dann laufe ich mal zu meinem Cockpitstuhl. Und bleib erstmal hängen hier. Was ist das hier eigentlich? Ein Schneeplanet. Gibt's hier noch ein Ocean? Da, ein großer. Auf geht's. High level of radiation und so. Hundi hat mal wieder einen Napflair. Wo hatte ich mir das nochmal? Hier. Nein. Hä? Ah. Das heißt, ich muss das nächste Mal im Outpost auch noch hier Meatballs kaufen. Und dann ist wieder die ganze Kohle weg, weil der Hund so einen Haufen frisst. Könnte ich den eigentlich auch mit auf den Planeten nehmen, wenn ich so einen Creature Capture Pot nach dem Viech schmeiß? Keine Ahnung. Müsste man mal ausprobieren. Aber dazu müsste ich erstmal wissen, in welcher Kiste ich die Creature Capture Pots habe. Aha, da hinten ein hässlicher grüner Planet. Ui. Ja, genau, alle. Alle auf einen hier, was geht ab? Komische Landhaie. Au. Falsche Richtung. Way. Da läuft Sebastian und sucht Ariel. Was für rudimentäre Power Crystals. So, das sind noch zwei Typen. So, dafür, dass du gesagt hast, ich soll mir meine Federn bei mir behalten, nehme ich jetzt mal Zeug mit. Nylon-Gitarre habe ich schon. Was ist das für ein Loch da? Die Lampen da sind cool. Verschwind. Wow, 100 Pixel. Aus so einem komischen... Dann sollte ich doch hier mal auf den Inseln eher die Viecher umnieten. Nein. Nein. Badende Kapatze. Och, ich gucke einfach mal, was hier so ist. Achso. Okay. Ich hab gedacht, da... Wie hoch geht denn das noch? Hm. Das heißt, wenn ich hier jetzt ein Loch buddel von da oben aus, würde das volllaufen? Oder was? Höher als der Meeresspiegel sein dann, oder wie? Weil das fühlt sich irgendwie gerade. Hey, ein Käfer! Komm her! Sea Hornet Bug. Och, hier ist das Wasser auch wieder so schwer, dass es mich zurückhält. Nein! Nix hier, Vulkanausbruch. Ein Dorf, ein Dorf, ein Dorf. Oder zumindest eine Hütte. Weil... Ui, was war das? Aber wirklich ein Dorf kann ja auf der Insel nicht sein, oder? Weil die Dörfer sind eigentlich recht groß. Aha. Genau, spielt ihr mal zusammen. Upsi, ich habe einen Sebastian gekillt. Ach, jetzt auf einmal geht's ab. Ohne dass ich es gewollt habe. Cool. Ah, das ist der Hai, der dieses Hüpfgeräusch macht. Hm.
Also im Prinzip kann ich hier zweimal um den Planeten laufen. Einmal oben die Inseln und dann unten auf dem Meeresboden nochmal. Ja. Schon wieder 1000 Pixel dazu gekriegt. Ui, was habe ich jetzt gekriegt? Ein Scorched Core. Cool, was ist das? Zeig mal her. Aha. Can be used for crafting. Moment mal, so ein Ding habe ich doch schon. Aha. Verdammt. Ja, wie? Wenn er mich noch nicht entdeckt hat, dann kann ich auf ihn drauf hüpfen und bock den nicht. Ja, genau. Der Landhai geht mal schwimmen. Geht nur leider unter wie ein Stein. So, wo kommt die nächste Insel? Wo kommt sie? Wo kommt sie? Ich brauche das Scheißboot, damit ich hier schneller von einer Insel zur nächsten komme. Schade, dass das Swim verschwunden ist über der Birne. Es war irgendwie lustig, als ich es dann endlich mal entdeckt hatte. Dafür gibt's jetzt halt Luftblasen. Ich glaube, der ist zu weit gerannt. Der ist irgendwie ins Wasser geschossen. Noch eine Insel. Hey, und ein Typ mit einem Schwert, der hätte sich auch mal wehren können. Kann ich das nicht? Also, geht doch. Kein Hilottelbuch. Mano, seid ihr drauf? Moment. Mach ich anders. Erstmal. Begrudging Respect, irgendwas. Was sagt der Typ mit dem Schwert? Aha. Sieht aus, wie wenn du rückwärts durch den Busch gezogen wurdest. Oder so irgendwas auf die Art. So, dann fülle ich mein Leben noch auf kurz. Hey, da gibt's Möwen. Naja, auf jeden Fall kommt der Rest des Planeten in der nächsten Folge. Und naja, ich hätte mal sagen, der Meeresgrund kommt dann auch noch. Ich will mal so ein Hilotteldorf sehen. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie die aussehen. Aber vielleicht gerade deswegen. Naja, bis dann.